leider nicht hin. Ja, den Kerngehalt, auch wenn der voll ist. Gibt sinnvolle und manchmal auch sinnlose Effekte, die nur dann sinnvoll sind, wenn auch wirklich was passiert. Zum Beispiel Up and Away, wofür soll der gut sein? Und ouch, das ist nur um die Spieler zu ärgern. Ja, Jump Halt ist auch oftmals nur um Spieler zu ärgern. Da kann ich mir hin und wieder mal hilfreich sein. Langsam frage ich mich, machen wir gerade ein Let's Play oder ein Let's Show? Also ich glaube, es ist mehr ein Let's Show. Ja gut, für den Anfang kann man auch ein Let's Show machen. Wir haben uns vorgestellt, wir spielen gerade das Spiel vor, wir spielen gerade das Spiel vor und stellen es dadurch auch vor. Da war jetzt sehr viel vor drin. Und wenn Sie noch mehr Sätze mit vorsagen wollen, dann drücken Sie die 1. Ja, wir sind die Deutsche Telefongesellschaft und wir geben jetzt Tastaturzahlen an, die Sie drücken können, wenn Sie eine bestimmte Antwort haben wollen. Natürlich nicht. Schon wieder. Jedes Mal kann ich den Kopf an die Ecke. Ich liebe nicht. Also wenn dieses Video jemals online geht, wir sind natürlich nicht von der Deutschen Telefongesellschaft, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, man muss sich ja heutzutage rechtlich ziemlich weit absichern. Ja, okay. Nachher kriegen wir noch einen Anruf, wohlgemerkt einen Anruf von der Telefongesellschaft. und dann sagen die uns, dass wir nicht von der Telefongesellschaft sind. Na gut, dafür ist kein Anruf nötig. Ich finde die Idee irgendwie witzig, von der Telefongesellschaft angerufen zu werden. Tja. Das ist genauso wie, damit du Internet kriegen sollst, sollst du das Formular, was im Internet verfügbar ist, herunterladen und ausdrucken. Damit du dir ein Internet holen kannst. Was du ja noch nicht hast. Immer wieder schön. Immer wieder so sinnvolle Sachen. Ja. Genauso wie es bei Windows gibt, die Fehlermeldung. Ja, die Hilfe von Windows hat einen Fehler. Bitte rufen Sie die Hilfe auf, um dieses Problem zu lösen. Ja, das hilft ungemein bestimmt. Hey, das hatte ich wirklich mal. Nicht nur im Internet gelesen. Wobei, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt. Nein, und ja, schon wieder dran vorbei. Ich halte es nicht aus. Der schwierigste Gegner, wie wir ihn immer nennen, der Abgrund. Ja. Unbezwingbar, immer da. Leider immer nah. Und ich habe gerade mit einer Platte die letzten Gegner gekillt. Oh ja? Ja, ich bin auf eine Platte gekommen und da ist der Ogre gestorben. Yay, was zur Hölle? Ups. Du warst das. Ja, das macht dieses Spiel immer so interessant. Gerade King's Game. Was kriegt man hier nochmal am Ende mit dem... diesen Bischof, ne? Kriege ich als Zauberin. Ja. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja einen guten. Ich sollte aber auch für die letzte Welle weg sein. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was denn? Wir haben Aquanauts gemacht, ne? Ja. Was haben wir nicht gemacht? Wir waren nicht mit einem Squire, also mit einem Knappen drin. Also irgendeiner, der als am Ende halt das Schwert kriegst. Was wir eigentlich machen wollten. Ich glaube, das war mir sogar zwischendurch irgendwann mal aufgefallen, aber wegen Versuch Nummer 1, der dort gescheitert ist, ja, ist mir das auch wieder entfallen. Das war nicht ich. Nein, das war ich. Und das war die Platte, wo ich geradeaus auf den Abgrund zulaufe.
Ding. Ah, gerettet. Was ist das denn für eine Aktion gewesen? Das war ich nicht. Weißt du, kommt gerade die Figur von oben runter auf dieser abgelegenen Platte. Und dann kommt Up Up and Away. Ich wurde zur Seite weggekickt. Ich bin mal tot. Jetzt hänge ich hier unten wieder. Moment mal, ich bin auch noch Host, ne? Ja. Wieso? Ja, weil ich nicht nur die Spiele-CPU, also die CPU für das Spiel brauche, sondern auch gleichzeitig noch als Host, damit ich einen höheren CPU-Verbrauch habe. Verbrauch. Du meinst Auslastung. Ja. Gut, okay, die CPU kann man auslasten, verbrauchen. Egal, du weißt, was ich meine. Ob jeder weiß, was ich meine. Könntest du vielleicht mal die Sprunghöhe erhöhen? Ich würde gern von hier unten weg. Ach so. Ich habe es geschafft, zwar nicht zu krepieren, aber. Sie haben sie da, ne? Ja, ich guck mal, vielleicht krieg ich das hin. Das ist so okay, eine. Okay, das war's nicht. Das ist so eine fiese Kombi. Jetzt! Da. Ich fasste. Danke! Ey, das ist so eine fiese Kombi. Ich werde hochgekickt gegen die Figur. Mit Up Up and Away und die Figur kickt mich seitlich weg. Tja. Flummi-Prinzip. Naja. Ist ja nochmal gut gegangen. Und ich hoffe, wer immer dieses Video sieht, hält uns gerade nicht für Vollpfosten. Weil wir so viel labern. Auf jeden Fall für lustige Gesellen, so muss es sein. Oh, ich habe Ogre getötet. Also, alle. Allesamt. Doch, mal eine schöne Sache. Ja, für die nächsten 2 Sekunden, bis wieder 30.000 neue Ogre kommen. Wie jetzt zum Beispiel, weil Ogre has arrived. Yeah! Schon wieder einer. Verdammte Scheiße. Tja, Ogre sind irgendwie immer da. Das Problem ist, ich laufe hier mit einem Charakter rum, den ich eigentlich nur Bauen aufs gelegt habe. Deswegen alles, was mich irgendwie trifft, mir doch sehr, sehr viel Leben abzieht. Und mich beinahe tötet. Huch. Ja, deswegen bin ich wegen Up Up and Away immer wieder erfreut, weil es mich hin und wieder rettet. Slow Motion. Ding, ding, ding. So, jetzt. Zack, nur über die weißen Felder. Ich laufe nach vorne, indem ich nur über die weißen Felder springe. Was zur Hölle? Slow Motion endet. Ich bin gerade noch mitten im Sprung, auf einmal kommt Up Up and Away. Und jetzt kommt wieder Slow Motion. Das macht doch Fun. Ja, wunderbar, wunderbar. Au. Sehr schön. Okay. Noch die letzten paar Ogre und dann kommen wir auch schon zur finalen Welle. It's the final wave, die Löde. Oh nein, GEMA-Gebühren müssen fällig werden. Ich habe etwas gesummt, ein Lied. Wenn wir das Video jetzt auf YouTube hochladen, heißt es, dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar. Nein! Wird das nicht von der Standard-YouTube-Lizenz abgedeckt? GEMA-pflichtige Musik gesummt? Ich weiß nicht. Was weiß ich? Keine Ahnung. Bis sich das da mal irgendwann klärt. Ich hoffe mal, bis dato ist das alles dann okay soweit. Also, ich gucke mir ja auch gerne mal so ein Video von Gronkh an. Ist ja mittlerweile zumindest bei uns kein Geheimnis mehr. Und er lässt ja auch gerne mal einen Song von Spielen laufen. Soundtrack. Ich weiß nicht, ob sich darum die GEMA kümmert. Ist eigentlich auch Musik. Ja. Ich verstehe die GEMA sowieso nicht. Wie die jetzt läuft oder wie die nicht läuft. Wer weiß. Vielleicht kann mir das irgendwann irgendwer nochmal erklären. Oh nein, ich bin tot. Und es war kein Abgrund. Dito.
Das passt bei mir aber schon. Okay, bei mir waren es die Monster. Oh. Okay, dann beobachte ich jetzt mal die Tiefsee. Die steht rum. Okay, sie steht rum und tut gar nichts. Wow, unser Let's Play wird richtig spannend. So, wir haben keinen Charakter zum Verfolgen. Nee, und der Warwick, der steht irgendwo hier. Hier oben. Ja. Ja, klar, sind wir beide gestorben. Ich habe einen Baucharakter und du hast den Abgrund kennengelernt. So ist das nun mal. Oh, du hast was geschrieben. Ja, ich hoffe. Okay. Das ist richtig geschrieben. Ihm hoffen, was er dort versteht. Irgendwie kriege ich ein bisschen Hunger. Mein Armbrot ist ein bisschen mager ausgefallen. Egal. Das hat doch nichts in einem Let's Play. Oder ja, Let's Show. Nee. Auf jeden Fall, glücklicherweise ist das jetzt die letzte Welle. Und ich habe vergessen zu wechseln. Ach, du wolltest. Oh, okay. Ich irgendwie wollte hast du es heute mit dem Wechseln, wa? Ja. Die Schachfigur kriege ich ja jetzt. Moment, welche Schachfigur? Den Springer oder den Bischof? Den Springer. Okay, dann hättest du wechseln müssen. Also jetzt kriege ich wieder so einen tollen Polarm. Ja. Ist, da der ja Karten verschiebt, ist das so Prinzip X-Men. Da haben wir ja auch diesen. Wie heißt er? Gambit? Ja, Gambit, ne? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat ja auch seinen Kampfstab und wirft ja auch gerne mal so Karten. Ja, nur dass ich schon 20.000 von denen in der Truhe habe. Oh, okay. Ja, dass ich das mit dem Mönch abschließe, ist nicht gerade selten. Ja, gut. Ja, okay. Wenn wir das Let's Show fertig haben, werden wir das Level vielleicht nicht nochmal machen, oder? Werden wir nochmal machen, sagtest du? Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Aquanos bestimmt nochmal machen, damit wir endlich das Schwert dann für deinen Barbaren kriegen. Ja. Falls du das möchtest. Nur gerne. Oder so. Jetzt reden wir schon über Pläne, die wir gleich machen werden und haben immer noch die Zuschauer dabei. Ja und? Wir könnten auch Pläne schmieden, was wir denn dann mal an anderen tollen, also Let's Plays dann vielleicht statt Let's Shows. Wobei ich frage mich, was soll ich denn bei einem Let's Play erzählen? Im Prinzip ist das ja nur eine Begleitung durch das Spiel. Okay. Also okay. Kann man den gleichen Käse erzählen, den wir sonst erzählen. Okay. Das wird natürlich dann ziemlich interessant. Fragt sich dann nur, wie lange die Leute zugucken. Bestimmt stellen die dann irgendwann auf stumm. Weil sie das Spiel interessant finden, gucken sie weiter. Können wir ein paar gesammelte Aufbauten, die wir hier gefunden haben, vorstellen, präsentieren, zeigen, wie auch immer man das nennen möchte. Im Prinzip, wir zeigen sie und dann lassen wir sie wirken. Ja. Okay, das wird gerade irgendwie zu weit. Okay, ich gucke die ganze Zeit nur diesen Warwick zu, wie er hier so doof rumsteht. Aber die stehen beide irgendwie nur blöd rum. Ich könnte natürlich durchs Level hovern und mir irgendwelche Sachen angucken, wie Monster sterben, abgeschossen werden. Aber hey, sollen wir gleich schreiben, dass ihr jetzt bei der versteckten Kamera seid? Du willst sie jetzt darüber aufklären, dass die bei einem, natürlich nicht Livestream, aber bei einem, warum?